Es ist Sommer 2023. Bei den Türkei-Wahlen wird Präsident Recep Tayyip Erdogan erneut gewählt. Es geht knapp aus, aber... Von den Wahlberechtigten in Deutschland stimmten 2/3 für Erdogan. In Köln haben fast 69% der Wählerinnen und Wähler für Erdogan gestimmt. Erdogans Erfolg in Deutschland ist auch durch sie bestimmt. Ich komme nach Hause, mache die Kamera an, quatsch rein, schneide es ein bisschen und lade es hoch und boom, hast du 80.000 Aufrufe. Sie haben Einfluss. Ihnen folgen Zehntausende in Deutschland. Und ich habe versucht, in dem Sinne Erdogan zu vertreten als türkischstämmiger politischer Aktivist. Mit regimenahen, teils gefährlich falschen Aussagen. Sowas wie Kurdenfeindlichkeit oder eine Feindlichkeit gegenüber Aleviten, das stimmt alles nicht. Und neben all dem Jubel fällt mir etwas anderes auf. Einige Influencer zeigen sich mit dem faschistischen türkischen Wolfsgruß, das Symbol der rechtsextremen Grauen Wölfe, der türkischen Ülkücü-Bewegung. Laut Verfassungsschutz gibt es mehr als 12.000 Grauer Wölfe in Deutschland. Ihr Feindbild? Armenier, linke Türkinnen, Aleviten, Oppositionelle und Kurden. Anschläge, Morde, Drohungen. Wir werden dich abknallen. Glaub nicht, dass du sicher bist in Deutschland. Ihr seid diejenigen, die das Ganze mit dem Rechtsradikalismus in Verbindung bringen. Auch nach dem Wahlkampf sind sie da. Bieten etwas, was es für Hunderttausende woanders nicht zu finden gibt. Wen hatte die türkische Community denn in Deutschland als Sprachrohr sozusagen? Junge Deutsche mit Türkei-Bezug, die immer wieder fremd gemacht werden. Nicht Berlin, nicht Kreuzberg. Gillamos, meine Damen und Herren, ist Deutschland. Sie füllen geschickt eine Lücke. Dabei verbreiten sie seine rechten Ideen. Sie influenzen für seine Partei, die rechtspopulistische AKP. Sie sind Erdogans Influencer. Ich bin auf dem Weg nach Soest, NRW. Auf dem Weg zu Bilgili Üretmen. Ein erfolgreicher politischer Influencer mit mehr als 30.000, 40.000 Followern. Eigentlich ist er durch mit den deutschen Medien, sagt er mir. Zu einseitig, zu ignorant findet er die Berichterstattung zu Themen mit Türkei-Bezug. Aber ich telefoniere immer wieder mit ihm und er sagt mir für ein Treffen zu. Props, dass er sich meinen Fragen stellt. Bilgili sieht sich als Aktivist für eine starke Türkei aus Deutschland heraus. Der Influencer ist umstritten. Er zeigt sich auch auf TikTok mit dem Symbol der Ülkücü-Bewegung, das Symbol der Grauen Wölfe. Das ist auch eindeutig rechtsextremistische türkische Symbolik. Da steht Türk drauf. Türk, türkisch, in Runenschrift. Beliebt bei den rechtsextremen Grauen Wölfen. Sie sehen die türkische Nation als ethnisch-kulturell überlegen an. Träumen von einem großtürkischen Reich, Turan. Symbol drei Halbmonde. Ähnliche Symbolik auch bei Bilgili. Seine Aussagen kontrovers bis rassistisch. In einem TikTok Live richtet er sich an Kurden. Was sagt er dann? Du Hure, du Bastard, ich werde deine Mutter ficken, ich werde deinen Vater ficken. Mit dem treffen wir uns jetzt. Hallo, Schuhe an, Schuhe aus. Bilgili hat eine treue Community. Du machst das Ding an, du siehst 20 Jahre jünger aus. Jetzt gehen wir live. Hab dich vermisst, Bruderherz. Ich dich auch, Kushi. Dich sehe ich wenigstens zwischendurch noch auf Instagram kommentieren. Irgendwie ein herzlicher Umgang mit seiner Community. Familiär. Kommt daher der Erfolg des Influencers? Es ist einfach mein Charakter, mein Typ. Warum der so stark angekommen ist in der türkischen Community. Bis ich dann gemerkt habe, durch die Kommentare, dass die halt immer gesagt haben, du bist unsere Stimme, du sagst das, was ich denke. Sein Content für junge Deutsche mit Türkei-Bezug, zu aktuellen politischen Themen, aufgeladen. Scholz macht Druck auf die Türkei. Schweden soll unbedingt in die NATO und die Türkei soll sein Vetorecht endlich aufheben. Nicht nur, dass in Schweden die PKK, also der Staatsfeind Nummer 1 der Türken, tun und lassen darf, was er wollt. Was glaubt ihr, wer ihr seid? Und nein, Herr Scholz. Sie haben hier gar nichts zu bestimmen und ich bin stinksauer. Meine Videos passieren immer spontan. Ich sehe was, es ärgert mich. Ich komme nach Hause, mache die Kamera an, quatsch rein, schneide es ein bisschen und lade es hoch und boom, hast du 80.000 Aufrufe. Und denkst dir so, okay, 80.000 Menschen finden das ziemlich cool, was du machst. Und wie gesagt, die können sich damit identifizieren und das ist
Ja, da glaube ich schon, dass ich dann ein Vakuum ausfülle und ich nicht alleine bin mit dieser Meinung, die ich habe. Er sagt mir, Erdogan werde falsch und viel zu negativ dargestellt. So wie ihm geht es vielen aus seiner Community. Er spricht Themen an, für die ihn junge Deutsche mit Türkei-Bezug feiern. Also dritte Generation, 18 bis 30 Jahre alt. Mein Alter, meine Generation. Und ganz nebenbei finde ich eben immer wieder rechte Symbolik. Halbmonde, Wölfe oder hier Runenschrift. Auch benutzt von den Grauen Wölfen. Die Grenze zur rechtsextremen Ülkücü-Bewegung scheint bei Bilgili irgendwie fließend zu sein. Warum ist das so? Dazu später mehr. Bilgili ist der Vorreiter von türkischen Politfluencern. Doch auf ihn folgt die nächste Generation. Einer von ihnen ist bereit, mit mir zu sprechen. Hier in Köln dreht er zum Teil seine Videos. Yunus. Von unverfänglicher Wahlhilfe bei TikTok. Ich bedanke mich an jeden Einzelnen da draußen, der weiter Werbung gemacht hat für Erdogan, der weiter Wahlkampf gemacht hat. Über seine politische Haltung. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, die zukünftige Deutschlandflagge. Bis hin zur Diskriminierung von Minderheiten. Europa Aleviten unterdrückt, das ist die größte Lüge, die ich gehört habe. Alevitenhass. Für Yunus offenbar kein Thema. Er wohnt in NRW, Hochburg der Erdogan-Wähler. Sein Content erreicht 10 bis 100.000. Türkei-Themen werden in deutschen Medien für den 20-Jährigen zu einseitig behandelt. Und das haben wir auch vor allem im Wahlkampf mit Erdogan gesehen. Also man hat die Perspektive aus der Sicht von Erdogan hat man gar nicht in die Öffentlichkeit gebracht. Ganz im Gegenteil. Man hat versucht, in den deutschen Medien auch wirklich Erdogan schlecht darzustellen. Also das war ganz offensichtlich. Seine Einstellung regierungsnah. So wie seine Aussage, dass Kurden und Aleviten in der Türkei nicht unterdrückt würden. Findest du solche Aussagen problematisch? Wir sehen das immer wieder, dass Leute eben versuchen, die Regierung von Erdogan mit ihren Worten zu stürmen und zu stürzen. Und sowas wie Kurdenfeindlichkeit oder eine Feindlichkeit gegenüber Aleviten, das stimmt alles nicht. Und das ist ebenfalls ein Versuch, wie man wagen möchte, Erdogan irgendwie anzugreifen und ihn schlecht darzustellen. Aber jetzt gibt es natürlich schon Belege dafür, dass Kurden auch in der Türkei unterdrückt werden. Das ist alles Propaganda und da trete ich mit voller Kraft entgegen. Yunus steckt mitten im Abitur, ist gerade 20 Jahre alt, in Deutschland geboren, von Medien und Politik frustriert. Aber trotzdem, Kurdenfeindlichkeit sei Propaganda? Es gibt Belege, dass das türkische Militär immer wieder kurdische Gebiete angreift. Ich finde weitere Influencer, die auf TikTok und Insta regierungsnahen Content liefern. Turan, einer der einflussreichsten deutschsprachigen Influencer für Erdogan. Das zeigt sich schon vor der Wahl. Was passieren würde, wenn Erdogan nicht an der Macht bleibt, für Turan ein schlimmes Szenario. LGBTQ wird in den Schulen unterrichtet werden und Homo-Ehen werden erlaubt. Das Kopftuch wird an Schulen und anderen staatlichen Institutionen verboten werden. Sein Content mit klarem Feindbild. Die äußeren Mächte werden den Volksgruppen innerhalb der Türkei Waffen und Geld in die Hand drücken, dass beispielsweise ein Kurdistan errichtet wird. Wie groß die Sympathie zum türkischen Präsidenten ist, zeigt dieses Bild. Der Influencer aus Deutschland präsentiert sich am Tag der Vereidigung des türkischen Staatschefs in Ankara. Und dann das. Turan ruft seine Community während des Erdbebens in der Türkei dazu auf, Kritiker Erdogans unter einem Post zu markieren. Ihr kommt mir nicht davon, ihr kaltherzigen Kreaturen. Politikerinnen, NGOs, Journalisten, aber auch Einzelpersonen, die markiert werden. Feindselige Stimmung auch durch seine Community. Am besten wegen Volksverhetzung bei den Behörden melden. Das Beste, was man machen kann. Die Idee ist so gut. Unseren Rücken hast du. Ich frage ihn für ein Interview an, will ihn verstehen, auch konfrontieren. Bei Twitter postet er unsere Anfrage, bevor er mir überhaupt antwortet. Fragt seine Community. Soll ich die Anfrage annehmen? Während ich auf Turans Antwort warte, bin ich verabredet in Duisburg. Politikwissenschaftler Dr. Ismail Küperli forscht schon lange zu Türkei-Propaganda in sozialen Medien. Küperli sagt mir, den Influencern gehe es darum, rechte Sichtweisen unter Deutsch-Türken populär zu machen. Ich zeige ihm den Content. Kürtischmannen, ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ist, glaube ich, ein Element ganz wichtig, dass er eigentlich den Kurden droht, dass ihnen noch Schlimmeres geschehen würde. Weil er sagt, ihr habt noch keinen Kurdenhass erlebt. Das, was passiert ist, das war ja noch gar nichts. Und das ist durchaus so zu verstehen, dass er damit auch spielt. Dass er mit dieser Drohung nach Gewalt spielt und sagt,
wenn ihr euch nicht zurückhält, wenn ihr euch nicht irgendwie im Zaum hält, dann werden wir erst recht gegen euch vorgehen. Würden Sie sagen, dass da eine gewisse Nähe auch zu der Ideologie der Grauen Wölfe besteht? Ja, das ist eigentlich sehr, sehr eindeutig. Küperli beobachtet einen Anstieg deutschsprachiger Propaganda mit Türkei-Bezug in sozialen Medien. Die mediale Lücke besteht daraus, dass Deutsch-Türken das Bild haben, den Eindruck haben, dass sie in den klassischen Medien nicht vorkommen, jedenfalls nicht als Person, als Akteure mit einer eigenen Stimme, mit einer eigenen Positionierung. Und das, was sie dort bei den Influencern erhalten, ist eine vermeintlich authentische Stimme aus der Community selbst. Belege, dass Erdogans Influencer von der Regierung in der Türkei finanziert würden, hat Küperli nicht. Küperli ist auch wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Linke im Thüringer Landtag. Der Extremismusforscher lehrt an der Uni Köln und ist besorgt über eine Veränderung bei Teilen deutscher AKP-Wähler. Von wo geht die Gefahr in Deutschland von AKP-Anhängern aus? Ist es in Deutschland auch ebenfalls so, dass unter den AKP-Wählern eine größere Affinität, eine größere Bereitschaft für Positionen der Grauen Wölfe zu sehen ist? Also wir sprechen da von Nationalismus, von Rassismus, von Antisemitismus, von Queerfeindlichkeit und vielen, vielen anderen Ideologien, die antidemokratisch sind und sich insgesamt gegen die vielfältige Gesellschaft richten. Viele Kritiker Erdogans stehen auch in Deutschland im Fadenkreuz. Ich bin in Kreuzberg. Gökay Akbulut sitzt für die Linke im Bundestag, ihr Wahlkreis in Mannheim. Die kurdische Alevitin fordert ein Verbot der Grauen Wölfe. Das finden nicht alle gut. Und dann kommt es noch mal auch zum Beispiel vor, dass man mir dann schreibt, ich habe sie heute auf dem Marktplatz da und dort gesehen. Sie waren alleine unterwegs, sie sollten mal aufpassen, was sie sagen. Also es sind dann auch wirklich Drohungen, die dann konkreter werden. Wir kommen nach Mannheim, wir werden sie finden, der Tod wird sie wird dich schon finden, wir werden dich abknallen. Glaub nicht, dass du sicher bist in Deutschland. Davon abgesehen, ihre Partei und andere kurdische Politiker sind gelistet unter Turans Aufruf. Akbulut nimmt Erdogans Influencer als Bedrohung wahr. Sie manipulieren auf ihre Art und Weise mit ihren Argumentationen. Und das, was ich sehe, ist, dass diese Influencer einfach total unreflektiert einfach die Nachrichten aus der Türkei übernehmen und dann entsprechend hier damit ihre Propaganda und Hetze betreiben. Eine deutsche Bundestagsabgeordnete, die viel Hass ausgesetzt ist, immer wieder bedroht wird, weil sie sich für ein Verbot der Grauen Wölfe stark macht. Wie könnte so ein Verbot konkret aussehen? Wir erleben es ja auch in Deutschland, dass rassistische Netzwerke jetzt die Neonazi-Szene zum Beispiel auch verfolgt wird oder Verfahren bekommt. Und warum wird dann der türkische Rassismus hier so übergangen eigentlich oder normalisiert? Frankreich hat die Grauen Wölfe 2020 verboten. In Österreich ist allein das Zeigen des Wolfsgruß strafbar. In Deutschland ist bisher wenig passiert. Für kritische Stimmen bleibt das gefährlich. Inzwischen hat sich Turan bei mir gemeldet. Kurzer Recap. Er macht Wahlkampf für Erdogan, aber immer wieder auch Stimmung gegen Andersdenkende. Hat Kritiker markieren lassen. Während ich in NRW unterwegs bin, sagt er mir für ein Interview ab. Ich frage ihn per Mail, ob er finanziellen Support oder andere Unterstützung von der türkischen Regierung bekommt. Das verneint er. Für den Aufruf zu markieren entschuldigt er sich. Er habe den Beitrag gelöscht. Hassnachrichten und Morddrohungen seien in keinem Fall zu rechtfertigen, schreibt Turan. Er übernimmt Verantwortung. Zurück in Soest. Bilgili zeigt den Wolfsgruß, der anderswo bereits verboten ist. Beschimpft in einem Video Kurden. Ich konfrontiere ihn. Wie reagiert der Influencer selbst zu seinen kurdenfeindlichen Aussagen? Ich wurde die ganze Zeit beleidigt. Ich wurde die ganze Zeit durchweg in meinem Stream beleidigt. Ich meine, wir haben da gerade zusammen gesessen und ich wurde in dem Stream, glaube ich, 5-mal beleidigt. Nur in dem Stream. Und da bin ich halt einmal, ein einziges Mal, bin ich ein bisschen ausgeklinkt und habe dann beleidigt, ja. Was aber nicht meine Art ist. Wir haben auch andere Videos gefunden, in denen du vor allem Wahlkampf gemacht hast und zeigst dich mit dem Wolfsgruß. Ja. Ist ja ein faschistisches Symbol. Sagt ihr. Steht im Verfassungsschutzbericht. Das sagt der Verfassungsschutz. Okay, was sagst du? Ja, ich bin stolz darauf, Türke zu sein. Ich bin ein Türke, ich bin stolz auf meine Wurzeln, ich bin auf das alles stolz. Und das zeige ich dann halt damit, wenn ich diesen Wolfsgruß mache. Ich finde daran echt nichts Verwerfliches.
Wie will sich Bilgili dann selbst von der Ülkücü-Bewegung, also den Grauen Wölfen, abgrenzen? Von der Ülkücü-Bewegung grenze ich mich nicht ab, weil die Ülkücü-Bewegung keine rechtsradikale Bewegung ist. Ihr seid diejenigen, die das Ganze mit dem Rechtsradikalismus in Verbindung bringen. Ich finde es ganz gut, wenn Kinder oder Jugendliche mit türkischem Background sich auch ihrer Kultur bewusst sind und diese auch pflegen, weil sie nie Deutsche sein werden. Die rennen hier rum, geben sich Deutsche, aber werden nie Deutsch sein. Die werden auch nie als Deutsche anerkannt werden. Die Wut, dass sich nicht wahrgenommen fühlen, kann ich verstehen. Aber das ist doch keine Rechtfertigung, die Grauen Wölfe zu verharmlosen. Und sie sind für manche eine Bedrohung. Radikale Positionen von Influencern, die gleichzeitig vielen Identität geben. Wichtige Perspektiven abbilden. Für junge Menschen, die sich von Medien übersehen fühlen. Für diejenigen, die immer wieder fremd gemacht werden. Wenn das so bleibt, kann sich eine ganze Bubble radikalisieren. Und kaum jemand bekommt es mit.